Willkommen auf unserer Shooting Range. Heute zeigen wir euch, wie man den schwächsten Punkt im Gebäude absichert. Und zwar einbruchsicher und schusssicher. Steine, Dingo! Ich habe eine Glock 17 geschossen, die meistverkaufte Pistole der Welt. Das ist ein 9mm Projektil und wenn man das in Widerstandsklassen ausdrücken will, nach der europäischen Schussnorm, wäre das die Widerstandsklasse BR2. BR steht für Bullet Resistance. Was habe ich gemacht? Ich habe hier auf eine ganz normale Isolierglasscheibe geschossen, in dem Fall eine Dreifach-Isolierglasscheibe. Der Schuss ist glatt durchgegangen, kommt gerne mal her, guckt euch mal an. Alle drei Scheiben könnt ihr sehen, wenn ihr da so schräg reinschaut. Voll durchgegangen. Ich meine, klar war das zu erwarten. Ich wollte es euch zeigen. Warum haben wir die Melone hier hinten drauf gelegt? Ja, um mal so ein Gefühl zu geben, wie heftig so ein Projektil sein kann. Also der Schuss ist hier reingegangen, da drüben raus. Und guck mal, was das mit der Melone angestellt hat. Übrigens, warum ist die Wassermelone innen gelb? Also, wenn es jemand weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gut, die Scheibe, die ist auch nicht einbruchsicher. Und das muss ich euch zeigen. Das kommt in der Praxis nämlich häufiger vor, dass Leute glauben, nur weil es eine Dreifachscheibe ist, wäre sie dreimal so sicher. Sorry, da muss ich euch enttäuschen. Also, ist natürlich nicht einbruchsicher, geht relativ easy. Und jetzt könnt ihr eben durchgreifen, das Fenster öffnen oder gerade den Rest rausschlagen und einfach mal so ins Gebäude gehen. Und wie funktioniert schusssicheres Glas? Das Problem bei Glas ist, das reagiert komplett anders als Holz oder Metall oder Sand, wenn man drauf schießt. Und warum ist das so? Weil Glas bricht viel schneller, als das Projektil fliegt. Könnt ihr das so sehen, wenn ich das Glas hier mal kaputt mache? Also ich nehme einfach hier einen Stein, lag da rum. Tja, na seht ihr? Das bricht eben hier so auseinander mit einer Geschwindigkeit von einigen tausend Metern in der Sekunde. So, die Projektile. Nehmen wir mal Kurzwaffen. Ich habe hier mal die Munition von der 44 Magnum mitgenommen. Das kommt hier mit einer Geschwindigkeit von etwa, sagen wir, bis zu 450 Metern in der Sekunde an. Trifft aufs Glas und in dem Moment ist Glas schon weg, weil es mit 3.000, 4.000, 5.000 Meter in der Sekunde bricht. Auch bei einer Langwaffe habe ich jetzt hier mal die Munition 7,62 x 51 mm als Beispiel mitgenommen. Das kommt jetzt hier mit einer Geschwindigkeit von etwas unter 1000 Meter pro Sekunde an. Sagen wir einfach mal beispielhaft 850 Meter pro Sekunde. Trifft hier aufs Glas. In dem Moment, wo es auftrifft, ist das Glas hier schon wieder weg, weil es eben mit 4.000, 5.000, 6.000 Meter pro Sekunde bricht. Und deshalb ist schusssicheres Glas eben ganz anders als Holz oder Metall. Und jetzt gibt es hier zwei unterschiedliche Konstruktionsprinzipien für schusssicheres Glas. Die zeige ich euch auch mal. Ihr könnt gerne mal mit der Kamera mitkommen. Haben wir hier oben vorbereitet. Also ein Prinzip ist, ich nehme das mal runter. Boah, ist das schwer. Jetzt macht man einfach sehr viele Glasplatten hintereinander, die man miteinander laminiert. Und wenn man das Projektil stoppen will, braucht man eben sehr viele davon, bis es gestoppt ist. Weil ja jede einzelne Glasscheibe schneller bricht, als das Projektil hier eben fliegt. Es trifft immer auf schon zerstörtes Glas auf. Der Nachteil an diesen Konstruktionen ist, dass sie ziemlich dick sind. Damit sind sie wahnsinnig schwer. Und sie sind natürlich auch grün. Also könnt man hier so den Himmel anschauen. Sieht nicht mehr blau aus. Sieht grün aus. Wie sich das Glas in der Praxis verhält, das zeigen wir euch gleich an dem Stück. So, man kann schusssicheres Glas aber auch anders konstruieren.
Und zwar, indem man nicht nur Glas verwendet und so diesem schwierigen Bruchverhalten von Glas ja, was entgegensetzt. Das ist ein Beispiel. Das ist eine Scheibe, die hält das gleiche Geschoss auf wie die. Und ihr seht schon, die ist aber deutlich dünner. Die ist auch viel leichter. Ich halte sie vielleicht auch mal gegen den Himmel. Die ist auch transparent. Seht ihr das? Also für mich ist der blaue Himmel jetzt immer noch blau. Ja, wie kriegen wir das hin, dass so eine dünne Scheibe das gleiche Projektil aufhält? Also, wir haben hier ganz unterschiedliche Schichten, aber eben nicht nur Glas, sondern teilweise auch hochtransparente Kunststoffe. Einen davon, den stellen wir selber her. Und die brechen eben nicht schneller, als das Projektil fliegt. Und wie das in der Praxis aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Ach, und wenn ihr euch wundert, warum der Vorschlaghammer hier steht, das seht ihr auch gleich noch. Steine, Bingo! Und ich bin so froh, dass wir die zwei Experten heute hier haben. Frank, servus. Geil, dass du da bist. Schön, Thomas, dass du da bist. Thomas, super, dass du da bist. Hallo, hallo. Wollt ihr gleich mal selber vorstellen? Ja, ich bin Frank Thiel, Inhaber der Firma Baltic Shooters. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Schießausbildung. Ja, das mache ich oft mit Thomas zusammen, aber der hat noch einen richtigen Job. Aber erzähl selber. Ja, mein Name ist Thomas Hoff. Ich bin Inhaber der Firma Schmeißer. Wir haben in Krefeld ein mittelständisches Unternehmen. Und wir fertigen dort A15-Systeme, die wir Europa weltweit vertreiben. Ich habe gesehen, die zwei haben eine ganze Menge Waffen mitgenommen. Fangen wir an, seid ihr fertig? Ja, klar. Ready to go. Okay, wir kommen jetzt zur praktischen Seite unserer Tests, was Glas angeht. Chris hat ja schon mal gut erklärt, was mit einer Dreifachverglasung passiert. Und jetzt haben wir einen Test im Bereich von einem Panzerglas und einer Scheibe von der Firma Silatec. Wir haben das aufgegliedert in zwei unterschiedliche Varianten. Das ist einmal, dass wir mit Kurzwaffen schießen. Thomas wird mit einer 9 mm arbeiten. Ich habe hier ein 44 Magnum vorbereitet. Ja, danach werden wir Langwaffen schießen. Die meist verbreiteste, eine Kalaschnikow in 7,62x39 und Thomas schießt ein G3 im Kaliber 7,62x51. Der Unterschied zwischen den Kurzwaffen und den Langwaffen ist wirklich groß. Wir haben einfach viel, viel mehr Energie und haben eine viel, viel höhere Querschnittsbelastung und damit die Chance, dass ein Geschoss auch das Glas durchschlägt. Deswegen unterschiedliche Waffen. Na? Da fangen wir an. Sicherheit. Sicherheit. Ja, schauen wir doch mal. Ja, hat ordentlich gescheppert. Ja, hat ordentlich gescheppert. Also auf der linken Seite haben wir ja auch ordentliche Einschüsse. Ich glaube, grundsätzlich wird es gehalten haben, aber wir sehen schon, nach hinten ist ein ordentlicher Abgang von Glas zu sehen. Ne? Mhm. Ja, wir gucken mal schnell. Chris, wie schätzt du die Gefährdung ein durch das Glas? Also hier sieht man, wir haben 8 Schüsse auf jede Scheibe gegeben. Unten waren die großen Kaliber, da sieht man dann schön, da ist der Einschlag auch größer. Und bei den letzten beiden Schüssen, beim letzten hat es einen ganz heftigen Splitterabgang gegeben, also da ist relativ viel Glas weggegangen. Das liegt hier, das ist potenziell gefährlich, das möchte keiner in die Augen oder ins Gesicht kriegen.
gerade in Wohnsituationen wie Schreibtischsituationen oder Küchensituationen, wo man dicht hinter dem Glas ist. Es gibt zwei Sorten von Glas, nämlich splitterfrei und Splitterabgang. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut gerne ein anderes Video, das wir zu dem Thema gemacht haben, an. Den Link, den setze ich euch in die Beschreibung rein. Bei der Scheibe auch 8 Schuss. Da sieht man, das ist splitterfrei. Sieht man auch am Boden, kein einziger Splitter. Ja. Und ja, so wie es aussieht, hat die Scheibe auch noch ordentlich Reserven. Habt ihr überhaupt noch Munition? Wir haben noch Munition, also ich denke, die Frage erübrigt sich eigentlich. Ja, wenn ihr wollt, können wir da noch mal was draufgeben. Das wäre gut, denn den Holzrahmen, den wollen wir auch noch beschießen. Das ist ein schusssicherer Holzfensterrahmen. Den haben wir hier mitgebracht und die Scheibe eingebaut, um euch zu zeigen, es gibt schusssichere Fenster, die auch wirklich filigran und toll aussehen können, ohne dass der Betrachter unbedingt sieht, dass der Rahmen schusssicher ist. Und diese Fensterrahmen, die kann man in Holz oder Metall machen, die kann man auch sehr groß machen als Panoramafenster. 2x3 Meter ist überhaupt kein Problem, kann man auch noch größer machen. Und je leichter das Glas ist, desto vorteilhafter ist das Ganze. Das Glas hier, da wiegt der Quadratmeter etwa 185 Kilogramm. Und hier wiegt das Glas deutlich weniger, nämlich nur 100 Kilo pro Quadratmeter. Das bedeutet in der Praxis, wenn ich eine, sagen wir mal, Terrassentür habe und die ist 1 Meter mal 2 Meter groß, dann wiegt die Verglasung in der Variante 200 Kilo in dieser Tür. Und wenn ich diese Glasvariante nehme, dann sind 185 mal 2 ist 370 Kilo. Das heißt, das sind 170 Kilo mehr bei der Variante als hier. Mit der Glasvariante müsstet ihr quasi Frank und mich zusätzlich mit öffnen. Und bei der leichteren Variante kann man die Fenster ziemlich einfach auf- und zu machen, wie man es eben gewohnt ist. Und dann zeigen wir euch, was in der Praxis leider passiert, aber wenig gewusst wird. Okay. Links. Okay. Ich bleib rechts, du links. Yep. Und dann mittig runter. Yep. Feuer frei. Ja, hat wieder ganz schön gekracht. Sag mal, wie viel Schuss habt ihr dann abgegeben? Ja, ich glaube so um die 10. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ungefähr 5. 5, 6. Okay, ja. Also nochmal so circa 15 genau. Schüsse drauf. Ein paar davon haben wir in Rahmen gemacht. Kommt gerne mal ein bisschen näher. Ich zeige euch das. Also hier haben wir ein paar im Rahmen. Dort haben wir sie dicht im Rahmen. Thomas, habe ich gesehen, du hast ziemlich dicht hier. Ja, ich wollte wissen, wie der Übergang ist zum Fenster im Grunde genommen. Ob man da eine Schwachstelle bekommt. Und fand ich, weil mitten am Rahmen habe ich das vielleicht langweilig. Mhm. Und der Rest ist dann halt in die Scheibe rein. Die restlichen Schüsse habt ihr hier schön verteilt. Schauen wir mal von der Rückseite hin. Ja, na, ich habe schon bewusst ein bisschen weiter unten geschossen, um ein bisschen mehr Einschlagdichte zu haben. Um einfach auch noch mal zu sehen, was passiert, wenn das Glas sowieso schon zerstört ist. Wie weit komme ich rein? Aber so wie wir sehen, ist da alles in Ordnung. Es ist nichts, also es ist nicht mal eine Beule zu fühlen. Das ist immer noch splitterfrei? Ja, ja, absolut. Gar nichts. Prima. Jetzt zeigen wir euch noch was, was die Täter wissen, aber viele, die sich schützen wollen, nicht wissen. Und deswegen müssen wir das erwähnen. Die Frage ist, ist schusssicheres Glas immer auch einbruchsicher? Kann ich die Antwort gleich geben? Nein, ist es nicht. Und deswegen zeigen wir es euch, dass ihr zukünftig drauf Acht geben könnt. Wir greifen beide Verglasungen sofort an. Ich habe zwei starke Herren gefunden. Die übernehmen das. Rudi, Kuppi, super, dass ihr das macht. Sucht euch gerne irgendein Werkzeug aus. Ich nehme die. Wer fängt an von euch beiden? Mach du. Mach ich. Ich fange an. Hau rein. We'll be right back.
Und genau das ist das Problem. Loch in wenigen Sekunden. Und jetzt können wir eben eine Langwaffe oder auch eine Kurzwaffe hier durchstecken. Und die Schutzwirkung von dem schusssicheren Glas ist eigentlich so nicht mehr da. Copy? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, nächste Scheibe. Ich habe so das komische Gefühl, dass wir die ein bisschen länger brauchen würden. Soll ich dir aushelfen? Ach, komm mal mit. Alter, wo ist es denn aus? Rudi, aber wir haben es versucht. Gut. Vielen Dank. Hat nicht geklappt. So soll es sein. Ich hoffe, wir konnten euch die Unterschiede zeigen. Wir haben angefangen mit normalem Dreifach-Isolierglas. Keine Schutzwirkung. Wir haben euch gezeigt, konventionelles, sagen wir mal Panzerglas dazu. Und wir haben euch ein ganz anderes Konstruktionsprinzip gezeigt, was das leisten kann. Wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wir haben hier noch eine Menge anderer Videos geschossen. Und dabei haben wir auch sehr viel geschossen. Wenn euch das gefällt, abonniert gerne den Kanal. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.